dabei sind. Danke sehr. Mehr Zuschauer als sonst heute Abend vor dem Fernseher wegen Lokführerstreik. Danke GDL, meine Lieblingsgewerkschaft. Liebe Zuschauer, finden wir uns doch bitte einfach mal damit ab. Die fetten Jahre sind vorbei. Aufschwung war gestern. Nicht mehr lange. Und die deutsche Wirtschaft schrumpft. Hier, Mama Schrumpf und Papa Schrumpf. Papa Schrumpf hat diese Woche seine Wachstumsprognose drastisch nach unten gesenkt. Immerhin, Mama Schrumpf versucht wenigstens noch den Konsum im Land anzukurbeln. Die Kanzlerin hat gerade in Berlin dem chinesischen Ministerpräsidenten ihren Lieblingssupermarkt gezeigt. Hier, da waren sie zusammen in der Obstabteilung. Schauen Sie mal, eine Mandarine aus der Uckermark. Ja. Astreines Timing mit dem Oberchinesen shoppen gehen, während in Hongkong die Demonstranten vermöbelt werden. Was hat er sich denn gekauft, der feine Herr Li Keqiang? Einen Nikolausstiefel, Ansichtskarten und Salz. Alles bezahlt von der Kanzlerin höchstpersönlich, selbstverständlich in bar. Das nervt am allermeisten an der Supermarktkasse. Die alte Mutti, die da steht, Moment, ich hab's passend, eine Sekunde. Ja. Nehmen Sie auch Reichspfennig? Ja. Hält da den Verkehr auf. Gibt's doch gar nicht. Und mal eine ganz andere Frage. Wieso bitte zahlt die das Salz für den Chinesen? Ich glaube, es hakt. Deutschland braucht im Moment jeden Euro für sich selber. Es geht nämlich bergab, Freunde. Nur noch schlechte Nachrichten in der Glotze. Die Bundesregierung hat ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum deutlich nach unten korrigiert. Ja, okay. Na gut, das kann ich mir natürlich mit etwas gutem Willen immer noch schön trinken, Freunde. Das macht nichts. Der DAX schließt unter 9000 Punkten zum ersten Mal seit über einem Jahr. Ach, was soll's, komm. Deutschlands Exporte brachen zuletzt ein. Die Industrie drosselte ihre Produktion. Beides so stark wie seit 5 Jahren nicht mehr. Und auch davon, weißt du was, lasse ich mir die gute Laune nicht verderben. Ich bleibe fröhlich, Freunde. Die Löw 11 verlor in Warschau gegen Polen mit 0:2. No! Nicht auch noch Scheiße im Fußball. So, jetzt habe ich auch schlechte Laune. Das war das Letzte, was wir noch richtig gut konnten. Ja, Freunde, der Jubelsommer ist vorbei. Nichts mehr Aufschwung. Die aktuelle Frage lautet jetzt nur noch: Wie schlimm fällt der Abschwung aus? Nicht so schlimm, sagt der Wirtschaftsminister. Wir haben es gerade gehört. Er spricht von einer kleinen Wachstumsdelle. Oder kommt es doch zu einer Beule? Wenn Politiker von einer Wirtschaftsdelle sprechen, haben sie Angst vor der Wirtschaftsbeule. Das ist eindeutig eine Konjunkturdelle. Tendenz also zur Delle. Oh Gott! Wir haben eine Tendenz zur Delle! Ja, das erinnert mich ulkigerweise an diese Gameshow, die ich mal in den 90ern bei Sat.1 moderiert habe. Delle oder Beule? Ja. Wurde nach 3 Folgen abgesetzt. Viel zu spät. Aber die spannende Frage lautet ja jetzt, die entscheidende Frage, wer oder was ist verantwortlich für diesen Abschwung, den wir plötzlich haben? Na, wer wohl? Die Weiber sind schuld mit ihrer verdammten Frauenquote. Nun fordern einige aus der Union, die Frauenquote zu verschieben. Die Wirtschaft müsse entlastet und nicht belastet werden. Wir haben eine leicht eintrübende Konjunktur und deshalb müssen wir jetzt Maßnahmen, die die Wirtschaft eher belasten, vermeiden. Ja, natürlich. Klar. Frauen in Führungspositionen. Ne? 2, 3 zu viele Frauen in Führungspositionen, das macht die stärkste Wirtschaft kaputt. Ne? Nein, das ist ja kein böser Wille der Frauen. Sie können es einfach nicht besser. Ne? An dieser Stelle vielleicht mein unverbindlicher Hinweis an Ilse Aigner. Selber Frau. Ne? Wusste sie wahrscheinlich gar nicht. Die Ilse. Ja. Die Idee kam aus der CSU und die Idee mit der zumindest verschobenen Frauenquote gefällt einigen in der Union übrigens so wahnsinnig gut, weil sie nichts kostet. Denn die schwarze Null ist weiter der Fetisch, den wir alle anbeten. Wolfgang Schäubles absolutes Lieblingsprojekt, jetzt übrigens auch bei Douglas. Das neue Parfum von Wolfgang Schäuble, Black Zero, der Duft des ausgeglichenen Haushalts. Ein wunderbarer Duft, wirklich. Ich hab's schon drauf. Oh, ist ein super Duft. Riecht im Abgang so ein bisschen nach vergammelter Autobahnbrücke. Wunderbar. Wir schieben wirklich, deswegen komme ich auf die Autobahn, wir schieben wirklich, das wissen Sie, ein gigantisches
einen Investitionsstau vor uns her als Land. Aber halten trotzdem an der schwarzen Null fest. Und zwar aus Prinzip. Die Unionsleute, also die größten Fans des Kapitalismus, haben scheinbar dessen Regeln gar nicht kapiert. Aber da können wir helfen. Herzlich willkommen zu Kapitalismus für Dummies. Kapitalismus für Dummies mit Caroline Kebekus. Hallo, liebe Doofe. Was ganz Doofes ist passiert. Deutschland, der fette Streber der EU, das Land, das von Natur aus reicher und schöner ist als der Rest, ist bald nicht mehr reich und schön. Was? Nein! Doch! Es geht rasant bergab. Nicht mehr lange und unser Premiumland rutscht runter auf das Niveau vom gammeligen Südeuropa. Wir sind bald Italiener. Das ist ja eine böse Überraschung. Nein, nein, Oliver. Eine Überraschung ist etwas, das man nicht kommen sieht. Sowas hier. Au! Unser Abschwung kommt mit Ansage. Denn stellt euch vor, wenn man den Rest von Europa zwingt, sich kaputt zu sparen, dann kauft keiner mehr unsere tollen deutschen Töftöfs und Brummbrums. Alte Regel, in guten Zeiten muss man Schulden abbauen, aber in schlechten Zeiten macht Sparen gar keinen Sinn, denn... Es geht so oder so bergab, von daher Sparen ist total Schwachsinn. Ja. Und jetzt die schlechte Nachricht. Die Chantal aus Köln-Porz, die hat mehr Ahnung von Wirtschaftspolitik als Sigmar Gabriel. Deutsche Firmen investieren immer weniger in Deutschland. Und warum? Ich weiß es! Wegen der Frauenquote! Nein, Idiot! Vor allem, weil die Infrastruktur so im Eimer ist. Hier, das neue Computerspiel Need for Speed Germany, da bretter ich von Köln über die A1 Richtung Dortmund. Da kann man richtig Gummi geben. Und jetzt kommt die berühmte Rheinbrücke bei Leverkusen und... Geld ausgeben sollen, als wir noch welches hatten. Und nicht für Mütterrente, von der sich die Zahnarztwitwe einen zweiten goldenen Rollator kauft. Ja, aber Caroline, Moment mal, haben denn nicht alle profitiert vom deutschen Aufschwung? Der war gut, Oliver. Danke. Die Zahl der Kinder, die von Hartz IV leben müssen, ist gerade sogar gestiegen. Fun Fact am Rande, das Wort Kinderarmut taucht in 158 Seiten Koalitionsvertrag nicht einmal auf. Dafür fünfmal das völlig überflüssige, beschissene Wort Maut. Aber das Allerdöfste, liebe Doofe, ist, wenn man so doof ist, an der Bildung zu sparen. Wir gehören zu den OECD-Nationen, die im Verhältnis am wenigsten für Bildung ausgeben. Ach, und merkt man da schon was von? Nein! Habt ihr schon mal persönlich irgendwo einen Homo sapiens gesehen? Nein. Ob ihr mal Schwuchtelns gesehen habt? Ja, das ist nämlich der einzig nachwachsende Rohstoff, den wir in Deutschland noch haben. Doofe. Das ist ja doof. Caroline Kebekus, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Kapitalismus für Dummies mit Caroline Kebekus. Kapitalismus für Dummies. Wenn man helfen kann, jederzeit. Unser Service. So, meine Damen und Herren. Schluss mit lustig. Die Terrormiliz Islamischer Staat belagert weiter die kurdische Stadt Kobane in Syrien. Und, das muss man so hart sagen, die ganze Welt guckt zu. Die Lage ist aktuell so verzweifelt, dass Katrin Göring-Eckardt, eine Grüne, ich sag's nochmal, eine Grüne, öffentlich fragt, ob man nicht tatsächlich mit Bodentrupfen kämpfen muss. Naja, das ist ja die Frage. Kämpft man mit Bodentrupfen? Oder liefert man nur Wapfen? Das, aber zurück zu Kobane, meine Damen und Herren. Ja. Zurück zu Kobane. Das wissen Sie auch, viele kurdische Kämpfer wollen der Stadt helfen, aber an der Grenze stehen leider so türkische Türsteher und sagen, du kommst hier nicht rein. Ne? Nicht mit den Schuhen.
Jetzt machen alle Druck auf die Türkei und ich sage zu Recht. Denn Freunde, wir Deutschen haben im Kampf gegen den IS ja nun weiß Gott schon genug getan. Als Bundesminister des Innern verbiete ich mit sofortiger Wirkung die Betätigung der Terrororganisation Islamischer Staat. Ha! Und damit ist der IS offiziell besiegt, meine Damen und Herren. Ja, Entschuldigung, mehr kann man nicht tun. Außerdem haben wir doch alle Hände voll zu tun mit unseren deutschen Islamisten. Ja, blöde Sache ist uns da neulich passiert, haben Sie vielleicht auch gelesen. Da ist nämlich so ein, sagen wir mal, Dschihad-Anwärter, ein möchtegern Dschihadist nach Syrien ausgebüxt, aus Hessen. Zum Glück hat er das noch vor dem Bahnstreik geschafft, muss man sagen. Dabei hatte der Mann die sogenannte kleine Fußfessel am Bein. Was kann die Fußfessel nochmal? Also die kleine Fußfessel hat die Aufgabe, sicherzustellen, dass jemand zu bestimmten Zeiten bei sich zu Hause ist, damit wir wissen, wenn er abhaut, dass er jetzt nicht mehr nach Hause gekommen ist. Cool! Ja, dann sitzen die Beamten da am Schreibtisch und sehen auf ihrem Monitor, guck mal, der ist abgehauen. Ne? Ja. Wobei, in dem Fall, das muss man sagen, war das ein sehr höflicher Dschihadist. Der ist zwar einfach so ins Kriegsgebiet abgehauen, aber... Wochen später bekommt ein Beamter der hessischen Sicherheitsbehörden einen brisanten Anruf. Am anderen Ende der Leitung, Wali A. Mit triumphierender Stimme soll er sinngemäß gesagt haben, ich bin angekommen. Ich habe mich einer terroristischen Vereinigung angeschlossen. Vielen Dank nochmal für alles. So ein netter Mann, oder? Wirklich. Vielen Dank nochmal. Ja. Ja. Und warum hat er das gemacht? Weil seine Mutter immer gesagt hat, melde dich, wenn du gut angekommen bist, Junge. Ja. Zum Glück, sage ich, zum Glück gibt es noch Leute, die dem IS echten Widerstand leisten. Und zwar die Kurden. Sogar kurdische Frauen. Inzwischen sollen sich bereits hunderte Frauen im Kampf um Kobani freiwillig gemeldet haben. Gerade sie sind bei den IS-Milizen besonders gefürchtet. Denn wer von einer Frau getötet wird, so der Glaube, kommt nicht ins Paradies. Und die größte Demütigung für die ist, von einer Lesbe erschossen zu werden. Ja, da ist ja mal gut zu wissen. Ne? Was sind das denn eigentlich für Spinner? Wer von einer Frau erschossen wird, kommt nicht ins Paradies. Davor haben die also Angst, die unerschrockenen IS-Typen. Ist doch gut zu wissen, für die kurdischen Kämpfer. Das könnt ihr euch mal merken, ihr Kurden. Wenn ihr die IS-Jungs wirklich in Panik versetzen wollt, dann zieht euch so an. Dann hauen die ab. Einfach wie Freddie Mercury anziehen. Dann sind die weg. Dann sind die weg. Übrigens, die Kämpfer der kurdischen JPG, die Kobane verteidigen, stehen weltweit auf gar keiner Terrorliste im Gegensatz zur PKK. Warum liefern wir Deutschen denen eigentlich keine Waffen? Keine Frage, das muss ich auch zugeben, die ganze Situation ist ein moralisches Dilemma. Reden wir drüber mit Dr. Christian Ehring vom Margot-Käßmann-Institut für gewaltfreie Konfliktlösung und kluge Ratschläge. Herr Ehring, was wäre denn die moralisch korrekte, völlig korrekte Haltung für Deutschland? Schwierig, Herr Wölke. Schwierig, schwierig, schwierig. Da gibt es eben nicht nur Schwarz und Weiß. Beim Thema Waffen liefern zum Beispiel, da kommen sogar Deutschlands beste Moralphilosophen ins Schlingern. Denn viele Waffen werden in Krisenstaaten geliefert, wo sie bewaffnete Konflikte erst möglich machen. Dass wir uns jetzt dazu gezwungen sehen, in den Nordirak Waffen zu liefern, ist ja durchaus auch die Folge viel zu vieler Waffenlieferungen in diesen Raum. Verstehen Sie? Ja, weil da viel zu viele Waffen hingeliefert wurden, müssen wir da jetzt ganz viele Waffen hinliefern. Wegen Minus mal Minus ist Plus. Ja. Ying und Yang. Draußen nur Kännchen. Ja. Vielleicht liegt es an mir, Dr. Ehring. Ich kann da jetzt nicht hundertprozentig folgen. Ich auch nicht. Fakt ist, der ungebetene gute Ratschlag ist sowas wie eine urdeutsche Kernkompetenz. Nur weil wir Deutschen bei einer Sache nicht mitmachen, können wir den anderen doch trotzdem sagen, wie sie es machen sollen. Ja. Christine Buchholz von der Linkspartei zum Beispiel hat das vorbildlich gelöst auf ihrer Facebook-Seite. Da hält sie mit großen Kulleraugen ein Schild hoch, Solidarität mit dem Widerstand in Kobane, US-Bombardement stoppen. Ja, sind die US-Bomben nicht irgendwie auch Solidarität mit dem Widerstand? Gut, ja, für den Laien liest sich das erstmal widersprüchlich. Ja, so wie die anderen Plakate, die sie gepostet hat.
Bekämpft amerikanische Großkonzerne. Trinkt mehr Coca-Cola. Außerdem, Facebook ist geil. Linke gegen Datenklau im Internet. Und am allerschönsten, lest nichts, was Idioten auf Schilder schreiben. Sicher. Man ahnt ja, was sie meint. Man ahnt ja, was Frau Buchholz meint. Sicher, das weiß ich auch. Amerikaner sind grundsätzlich böse. Das saugen wir ja schon mit der Muttermilch auf, also mit der aus der linken Brust. Aber wer soll denn den IS dann bombardieren, wenn nicht die Amerikaner? Die Schweden oder was? Ja, warum nicht? Warum eigentlich nicht? Im Gegensatz zu uns haben die Schweden einen funktionierenden Kampfbomber. Hier, den Gripen. Gibt's in Grau, Schwarz und Nussbaum foliert. Cool. Aber natürlich ist allen klar, das ist gar keine Frage. Das wissen wir. Am Ende helfen gegen den IS sowieso nur Bodentruppen. Ja, genau. Aber welche armen Säue sollen die denn schicken, die Bodentruppen? Haben wir Deutschland auch einen guten Ratschlag parat? Na, Logan? Das müssen selbstverständlich die islamischen Verbündeten der internationalen Allianz gegen den IS-Terror in erster Linie übernehmen. Wir müssen sie dabei unterstützen. Aha, selbstverständlich. Wie unterstützen wir die denn? Na, mit guten Ratschlägen. Haben Sie überhaupt mal eine Sekunde zugehört? Hier, mein neues Lehrvideo. Moralisch überlegen in nur 3 Tagen. Plus Waschbrettbauch. Das sage ich, ganz tolle Übungen. Wie zum Beispiel dem Verbündeten aus großer Entfernung solidarisch zuwinken. Winken, winken, winken. Wenn allerdings Amerikaner bomben, dann machen wir den Zeigefinger, Zeigefinger, Zeigefinger. Und dann, wenn Kobane fällt, ja, weg. Gucken und weggucken und weggucken. Und jetzt alle im Studio zusammen. Weggucken, 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 weggucken. Nee, aufhören. Christian Ehring, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Dankeschön. Moralisch überlegen mit Waschbrettbau. Mehr geht nicht. Ja, meine Damen und Herren, die ganze Welt rätselt, wo bitte ist Kim Jong-un? Nordkoreas knuffiger Diktatoren-Azubi. Ja, der war ja wochenlang von der Bildfläche verschwunden. Und jetzt fragt man sich, was ist da passiert? Ein Putsch? Ein Unfall? Ist er geplatzt? Man weiß es nicht. Ja. Selbst das ProSieben Politmagazin Galileo, kann ich doch nicht dafür, dass sie so heißen, ist bei seiner Recherche in Nordkorea nicht weitergekommen. Ist das der Ort, an dem Kim Jong-un seinen Amtssitz hat? Sie meinen die Bibliothek dort? Nein, nein, da ist er nicht. Den kann man nicht sehen. Nein, den Kim kann man nicht sehen, denn er ist ja Kim Jong-unsichtbar, verstehen Sie? Und die Koreaner haben alle gerufen, Kim Jong-un, komm bald wieder. Inzwischen ist sogar ein Buch erschienen. Ja, der 100 Kilo schwere, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Es ist wirklich ein Rätsel. Es ist ein spannendes Rätsel. Die ganze Welt darf mitmachen. Ja, und hier. Ja, hier. Selbst die Kinder haben mitgesucht. Hier, das große Nordkorea-Wimmelbuch. Gucken Sie mal, hier. Irgendwo auf diesem Bild ist Kim Jong-un versteckt. Warte mal, warte mal, warte mal. Ah, da ist er doch! Ja, das war einfach. So, und in dieser Woche gab es plötzlich doch ein Lebenszeichen vom Kim Jong-un. Er ist wieder da, heißt es. Oder doch nicht? Denn bisher gab es nur Fotos vom angeblichen Comeback, keine Bewegtbilder. Wir haben unsere preisgünstigste Investigativrakete Ulrich von Hesen nach Pyongyang geschickt. Ulrich, konnten Sie denn vor Ort schon irgendwas rausfinden? Ja, Nordkorea ist scheiße. Hm. Das ist das letzte Mal, dass ich irgendwo hinfliege, ohne vorher das Land zu googeln. Wussten Sie, dass das eine Diktatur ist? Ja. Streberarsch. Keiner weiß, ob Kim Jong wieder da ist. Hier, das sind die letzten Bewegtbilder von ihm. Und da gibt es jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder er hat sich die Sprunggelenke gebrochen, das ist die offizielle Version, oder er hat sich einfach in die Hose gekackt. Ich behaupte, der ist nur abgetaucht, damit die Welt mal wieder über ihn redet. Alle haben doch nur Angst vor dem IS. Keine Sau redet mehr über den Dicken. Totaler Albtraum für so einen Superschurken. Ja, kann ich mir vorstellen. Aber Ulrich, ist es nicht auch denkbar, dass der Mann doch aus dem Weg geräumt wurde? Sehr gute Frage. Ich leite die mal weiter an die Experten von N24.
In der Vergangenheit haben wir da auch schon von Machtkämpfen hinter den Kulissen gehört. Da soll wohl eine Tante auch irgendwie aus dem Weg geräumt worden sein. Wie müssen wir uns das überhaupt vorstellen? Wer zieht da noch irgendwie die Fäden? Keine Ahnung. Ich denke... Ich denke mal, damit ist Ihre Frage erschöpfend beantwortet. Ist aber eigentlich auch wurscht, weil selbst der unsichtbare Kim Jong-un hier noch seine Fans hat. Kim Jong-un tut viel für unser Volk. Es gibt nicht viele Politiker, die sich so sehr um das Wohlergehen der Menschen sorgen. Niemand kümmert sich mehr, sein Volk mit Äpfeln zu versorgen. Das muss der Westen nämlich auch mal zur Kenntnis nehmen. Ja, hier landen zehntausende Menschen in Arbeitslagern. Aber es gibt Äpfel. Klar, Kuchen und Schnitzel isst Kim Jong selber. Ja, den musste man wohl machen, ja. Herr von Hesen. Aber Äpfel hin oder her. Es bleibt natürlich ein großes Rätsel, diese ominösen Fotos, die Woche aufgetaucht sind, hin oder her, dass der Machthaber eines Atomwaffenstaats praktisch verschwindet. Ja, ist schlimm. Schlimm. Stellen Sie sich mal vor, Sie würden in einem Land leben, wo die wichtigste Person quasi abtaucht, keine Interviews mehr gibt zu den drängenden Fragen der Zeit, sich nur noch einmal im Jahr in einer Videobotschaft ans Volk wendet und dann Sachen sagt wie: Ich selbst nehme mir eigentlich immer vor, mehr an die frische Luft zu kommen. Also der Vergleich hinkt ja wohl mehr als Kim Jong-un. Ja, das stimmt. Ich kann mich nicht erinnern, dass die Merkel mir jemals einen Apfel geschenkt hätte. Stimmt, mir auch nicht. Ulrich von Hesen, meine Damen und Herren, vielen Dank nach Pyongyang. So, jetzt kommen wir aber mal wieder nach Hause. Thema Deutschland. Schlechte Nachrichten, die parlamentarische Demokratie ist in diesem Land leider friedlich eingeschlafen. Ja, die Debatten werden immer schnarchiger. Der leere Bundestag ist mittlerweile quasi die, ja, Volkskammer 2.0. Und der Tiefpunkt, ich übertreibe nicht, der Tiefpunkt sind die sogenannten Fragestunden. Theoretisch, das muss ich dazu sagen, theoretisch soll da die Opposition die Regierung befragen. Tatsächlich erscheint dafür seit Monaten so gut wie kein Minister mehr. Und die Fragesteller haben offensichtlich auch keinen Bock mehr. Wir kommen zur Frage 23, die wird gar nicht beantwortet, weil der Fragesteller nicht da ist. Die Frage 39, Cordula Schulz-Asche, auch diese Kollegin ist nicht da. Freut sich schon Frau Dorothee Beer auf die Antwort, die Sie aber nicht geben müssen, weil die Kollegin Lemke auch nicht da ist. Verlinden, genau das Gleiche, das geht echt nicht. Der Fragesteller ist nicht anwesend, ist nicht da, ist nicht anwesend, ist nicht da, auch nicht da. Dann kommen wir jetzt zum Ende der Fragestunde, deutlich früher als eingeplant. Sag bloß, kurz danach hat Roth angefangen zu heulen und hat gerufen: Ist irgendjemand da? Und dann hat der Hausmeister das Licht ausgemacht. Ja, traurig. Traurig, traurig. Ja. Selbst der Bundestagspräsident Lammert sagt, da ist viel Luft nach oben in Sachen Debattenkultur. Und es ist wirklich Folter, manchen Debatten zuzuhören. Schauen Sie mal auf die Zuschauerränge. Wenn Sie darauf gucken, leere, ich behaupte sogar vollkommen, ja, erloschene Gesichter. Ja. Ja, wirklich? Ja, kannst du dem Gesicht nicht vorwerfen. Was ist da los im Bundestag? Der Bundestag war doch nicht immer so eine Baldrian-Veranstaltung. Weiß auch Dietmar Wischmeier. Heute Show History ohne Professor Dr. Guido Knoll. Ach ja, der Bundestag 2014. Wo die CDU mit den Sozen pennt, war früher mal ein Parlament. Unsere 80% Blockflötenkoalition hat die Herzkammer der Demokratie in eine Wachkoma-Station verwandelt. 631 demokratisch gewählte Sackfummler guckten den ganzen Tag der Mutti beim Simsen zu. Na, herzlichen Glückwunsch. Im ersten Bundestag 1949 bis 1953, da gab es noch 156 Ordnungsrufe. In den letzten 4 Jahren einen. Ich glaube, da hatte Dirk Niebel gefurzt, aber der ist ja jetzt auch nicht mehr da. Was ist denn da los bei euch in Berlin? Rühren die euch Ritalin ins Futter? Hier, so ging das früher ab.
Junger Mann, reden Sie sich nicht hier auf, sondern wenn Sie ins Bett gehen. Halten Sie doch mal die Gosch und hören Sie zu, Sie Kamel. Nun reden Sie doch nicht so einen Stuss hier. Einen Augenblick bitte. Und dann ging die große Scheiße wieder los. Ist doch unerhört, ja. Alter, so geht Demokratie. Ich will, dass Consuela Schwesig mal aufsteht und den Altmaier anbrüllt. Deine Mutter, du Opfer. Aber wie bekloppt sind Sie eigentlich? Selber bekloppt. Im Gegensatz zu dir bin ich schließlich in einer Demokratie aufgewachsen. Also ganz vorsichtig, Baby. Du kannst das nicht wissen, aber Streit ist die Essenz der Demokratie. Wenn heute mal einer pöbelt, zieht er direkt danach den Schwanz ein. Jedes Mal, wenn hier eine Frau redet, dann macht der arrogante Zwischenrufe dieser Macho, das ist sowas von wenig zu ertragen und kraut sich da seine Eier. Das geht überhaupt nicht mehr. Entschuldigen Sie, Frau Präsidentin. Ich entschuldige mich. Ich entschuldige mich dafür. Für den Macho oder für was jetzt? Für die Eier. Wie ist das arm, sich bei der ollen Kirchentagseule zu entschuldigen? Da zieht sich bei mir vor Fremdschämen der Wurm in die Bauchhöhle zurück. Weißt du was? Lassen wir das doch ganz mit dem Parlament. Die Mutti schickt uns immer montags eine SMS, was wir so machen sollen, mit dem Hund rausgehen, im Irak einmarschieren. Und den Rest sehen wir dann in der Tagesschau. Mein Gott, wie kleinkariert sind Sie. Wirklich. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, du mich auch. Und nächstes Mal in Heute Show History, veganes Leben im Dritten Reich. Der Steckrübenwinter an der Ostfront. Heute Show History. Ohne Professor Dr. Dietmar. Dietmar Wischmeier, meine Damen und Herren. Mit einer Geschichtsstunde. So schön war es früher und so lebendig. Ja, wir von der Heute-Show wollten übrigens mal im Foyer des Bundestages bei den Abgeordneten nachfragen, warum die Debattenkultur so auf den Hund gekommen ist. So, und jetzt kommt's. Dann hat uns der Pressesprecher des Bundestages, und ich will hier keinen Namen nennen, aber es ist Dr. Ernst Hebecker, mitgeteilt, die Heute-Show darf nicht mehr im Bundestag drehen, denn was wir machen sei ja, ich zitiere, keine politisch-parlamentarische Berichterstattung. Ich möchte, dass ihr nur buht, wenn es von Herzen kommt. Ja? Gut, dann lassen wir es drin. Ja, ich meine, was machen wir denn sonst hier, außer politische Berichterstattung? Ohne Scheiß jetzt, jeder darf drehen im Bundestag. Kika dreht im Bundestag. Bauer sucht Frau dreht im Bundestag. Ne? Aber wir dürfen nicht rein. Das wollen wir doch mal sehen. Ralf Kabelka, bitte. Alle dürfen da rein, sogar Andrea Nahles. Bloß wir nicht. Und ich sage, das darf nicht sein. Tatsächlich, es ist kein Reinkommen in den Deutschen Bundestag. Wir sind die vierte Gewalt. Ne? Wir sind Presse. Ja. Ne? Meinungsfreiheit, die ist in Gefahr. Auch die Demokratie. Ja, durchaus möglich, wenn Sie das so sehen. Macht Ihnen aber nichts. Ich sage Ihnen nur, wie es hier abläuft. Ja? Ja, und halten Sie sich bitte dran. Ja, kann man Sie bestechen? Nein. Flehentliche Versuche, mit Hilfe von Abgeordneten ins Parlament zu kommen, scheitern leider. Ach, da ist ja Ex-Minister Tiefensee beim Zigarettchen. Vielleicht kann der was tun. Das ist eigentlich ein bodenloses Unrecht. Ne? Dafür sind Sie damals nicht auf die Straße gegangen. Das höre ich zum ersten Mal. Es war nicht unmittelbar das Thema, 89, ob die Heute-Show in den Bundestag zu den Sitzungen darf. Aber das muss man wirklich noch mal anschauen. Wieso eigentlich nicht? Ich meine, wenn Sie mögen, kümmere ich mich noch mal drum. Okay, alles klar, dann nehme ich Sie beim Wort. Ja, okay. Leider haben wir nie wieder was von ihm gehört. Ich wurde gerade abgewiesen. Ja, das müssen Sie mit anderen behandeln. Da bin ich nicht für zuständig. Ich bin ja nicht der Hausmeister des Bundestages. Sind Sie Bundestagsabgeordneter? Leider nicht. Sondern? Ich bin Lobbyist. Ah, ja. Sie kommen von dieser wichtigen Veranstaltung da eben. Ne? Und jetzt gehen Sie da rein und wollen mit den Jungs mal ein bisschen darüber reden, was für Sie wichtig wäre und ob die mitspielen. Was für die Jungs wichtig ist. Nicht? Ach so, natürlich. Denn, ne? Das ist ja auch, die das bedeutet, sollen ne? Gute Impulse bekommen. Ne? Zu welcher Partei gehören Sie? Zur SPD. Ja. Na, es ist wahrscheinlich sowieso nicht so wichtig, dass man dabei ist, weil, Gott, man weiß ja, wie es heute abläuft, ne? Genau. Sie sind Abgeordneter? Und das sind Besucher aus der Heimat, genau. Ah ja. Genau. Ist das heute spannend gewesen, oder? Inhaltlich haben wir nicht zugehört. Ja, langweilig, herrscht im Bundestag. Die Opposition hat nichts zu melden. Wie ist das denn überhaupt im parlamentarischen Alltag? Jetzt sieht man halt, Sie haben es gerade beschrieben, wie die Mehrheitsverhältnisse sind. Zermürbt das eigentlich? Ja,
Also manchmal denkt man, warum gehe ich hier überhaupt noch hin? Wenn dann abgestimmt wird, dann sucht man die wenigen Stimmen, die gegen die Vorschläge der Bundesregierung sind. Und die große Mehrheit meldet sich da. Ja. Also es ist schon frustrierend und ich denke, das ist nicht gut für die Demokratie. Und selbst verdiente SPDler verraten uns, wie es jetzt wirklich im Bundestag zugeht. Wie viele Abgeordnete wussten heute, worüber sie eigentlich abstimmen? Prozentual. Boah, wenn es die Hälfte war, ist es super. Und wie läuft das dann? Also wenn man es nicht weiß, also dann schaut man einfach, was der Fraktionsvorsitzende einem für einen Hinweis gibt. Der sagt so oder oder. Genau, ja, da stehen auch mal welche am Anfang. Dann gibt's die, holt man sich die Kärtchen. Ja. Und da steht schon jemand, der dann sagt, rotes Kärtchen, blaues Kärtchen, weißes Kärtchen. Ach so, das wird dann so heimlich zugeflüstert oder ist das eine offene Geschichte? Nee, das ist offen. Man kriegt auch vorher einen Hinweis an die Büros. Jetzt aber wirklich mal muss die Heute-Show im Bundestag nach dem Rechten sehen. Ein nächster Versuch. Die Ausweise. Bitte? Die Ausweise. Können Sie mal kurz halten? Stehen Sie schon lange hier heute? Morgen. Besser als das. Morgen. Ich kriege keine Akkreditierung mehr. Warum? Ja, hier. Wer hat denn gesagt, dass ich keine bekomme? Raus bitte. Auch wenn ich Ihnen sage, dass ich nicht von der Heute-Show bin, sondern für einen Kika drehe? Nein. Keine Chance? Nein. Dann gehen wir wieder. Ja. Es ist klar, jetzt kann uns nur noch eine helfen. Hallo, wir haben ein Problem. Wir sind von der Heute-Show und wir kommen nicht rein. Frau Kanzlerin, haben Sie vielleicht die Möglichkeit, uns mitzunehmen? Das wäre sehr nett. Hier geschieht bodenloses Unrecht. Die Pressefreiheit ist in Gefahr. Die zynische Geste der Macht. Sie geht einfach rein und wir können nichts tun. Ralf Kamelke hat alles gegeben. Ja. Für mich der Satz des Abends, wenn es gut läuft, weiß die Hälfte, worüber sie abstimmt. Das ist doch gut zu wissen. Dieser Kampf ist noch nicht zu Ende, das verspreche ich Ihnen, mein lieber Herr Dr. Hebecker. Ja, der freut sich übrigens immer über Fanpost, aber das nur am Rande. Das war die Heute-Show, jetzt kommt Vier sind das Volk. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, schönen Abend.